Plasmazellen sind normale und wichtige Bestandteile des Blutes. Sie entstehen im Knochenmark und bilden Antikörper, die eingedrungene Krankheitserreger bekämpfen. Beim multiplen Myelom kommt es zur Entartung von Plasmazellen. Diese entarteten Zellen vermehren sich. Eine Überproduktion von Antikörpern wird angestoßen. Die Blutbildung wird gestört. In Deutschland erkranken jedes Jahr ca. 6000 meist ältere Menschen an einem multiplen Myelom. Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt zwischen 60 und 70 Jahren. Das multiple Myelom ist schwierig zu diagnostizieren, da viele der auftretenden Beschwerden auch andere Ursachen haben können. Die erhöhte Calciumkonzentration im Blut kann neurologische Störungen, zum Beispiel eine zunehmende Müdigkeit, bewirken. Sie kann auch Fehlfunktionen und Schädigung der Nieren verursachen. Die veränderte Zusammensetzung des Blutes macht sich häufig in abnehmender Leistungsfähigkeit bemerkbar. Die Knochen werden oftmals geschwächt. Es kann zu Knochenschmerzen und Knochenbrüchen kommen. Wie wird ein multiples Myelom diagnostiziert? An der Universitätsklinik Heidelberg arbeitet Professor Dr. Jens Hillengass seit vielen Jahren an der weiteren Verbesserung der Diagnostik. Bei der Diagnostik des multiplen Myeloms schaut man sich vor allem die Blutwerte, Urinwerte und Knochenmarkuntersuchungen an. Die Hauptsymptome des Myeloms sind Veränderungen am Blutbild, Veränderungen an der Nierenfunktion, Veränderungen am Knochen, Löcher im Knochen, die man vor allem in der Computertomographie nachweisen kann. Und als letzter Punkt noch die Hyperkalzämie, also eine Erhöhung des Kalziumwertes im Blut, was mit dieser Knochenveränderung zusammenhängt, weil das aus dem Knochen ausgelöst wird. Wenn man die Symptome zusammennimmt, dann hat man die Hauptsymptome für das multiple Myelom und die sind dann auch die Indikation für eine Behandlung, wann der Patient eine Therapie benötigt. Oft ist der Prozess der Diagnosestellung bei den Patienten mit multiplem Myelom sehr lange, weil eins der Hauptsymptome, die die Patienten zum Arzt führen, wenn sie ein multiples Myelom haben, sind Rückenschmerzen. Allerdings sind Rückenschmerzen natürlich ein sehr häufiges Symptom, was meistens nichts mit multiplem Myelom zu tun hat. Und deshalb dauert es häufig, bis der Patient vom behandelnden Orthopäden oder Hausarzt zum Experten überwiesen wird, der sich dann mit multiplem Myelom auskennt und die Diagnose stellen kann. Ein fortgeschrittenes multiples Myelom kann durch die Schädigung von Organen und Knochen lebensbedrohlich werden. Eine Chemotherapie kann dafür sorgen, dass sich die Erkrankung zumindest teilweise zurückbildet. Die dabei verabreichten Wirkstoffe greifen bevorzugt schnell wachsende Zellen an. Leider können dabei auch gesunde Zellen zerstört werden, was zu unerwünschten Nebenwirkungen führen kann. Zusätzlich kann die Durchführung einer Stammzellentherapie möglich sein. Eine hochdosierte Chemotherapie zerstört altes, befallenes Knochenmark. Anschließend werden entweder vorab entnommene und gereinigte eigene Stammzellen oder Stammzellen von einem gesunden Spender zugeführt. Der Einsatz dieser Methode hängt vor allem vom körperlichen Allgemeinzustand der Patienten in meist fortgeschrittenem Alter ab. Deshalb arbeitet die medizinische Wissenschaft mit Hochdruck daran, gut verträgliche Therapien zu entwickeln, die gezielter nur gegen die Myelomzellen vorgehen. Wir haben in den letzten Jahren in der Behandlung des multiplen Myeloms viele Fortschritte gemacht. Und zwar ist es uns zum Beispiel gelungen, Oberflächenmerkmale zu identifizieren, die nur auf der Myelomzelle vorhanden sind. Und so können wir Arzneimittel herstellen, die genau darauf abzielen. Und wir hoffen dadurch, die Nebenwirkung deutlich geringer halten zu können. In den letzten 20 Jahren hat sich die Lebenserwartung von Patienten mit multiplem Myelom deutlich erhöht. Das Ziel der medizinischen Forschung ist es, die Krankheit nicht nur längerfristig einzudämmen, sondern irgendwann auch auf medikamentösem Weg heilen zu können.